Hallo meine süßen Engel und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen updaten, was so bei mir im Leben momentan passiert, wo ich wohne, ob ich wo wohne. Um es kurz zu fassen, ich war die letzten 12 Monate einfach ununterbrochen am Reisen. Ich war in 13 Ländern in 12 Monaten und war nur mit meinem Rucksack unterwegs und meinem Auto. Es war auf jeden Fall eine super, super bereichernde und wichtige Zeit für mich, glaube ich. Ich glaube, ich habe das wirklich gebraucht. Das hat mir auf jeden Fall auch viel gezeigt. Und ja, jetzt habe ich aber irgendwie mal wieder Lust, mein Leben auch mit euch zu teilen und einfach mal ein bisschen mit euch zu quatschen und wie in the good old days. Ich muss auf jeden Fall wieder in meine Routine reinkommen und das wollte ich auch so ein bisschen als Thema für diesen Vlog nutzen, denn ich habe ja in meinem 24 Dinge, die ich mit 24 gelernt habe, gesagt, wie sehr ich Routinen liebe und das stimmt auch. Allerdings muss ich sagen, ich bin im November, Mitte November bin ich aus Japan wiedergekommen und dadurch hatte ich halt auch Jetlag und da bin ich wirklich super easy immer um 7 Uhr aufgestanden und habe komplett meine Routine durchgezappt, durchgespielt und ich war wirklich so produktiv wie lange nicht mehr. Und seitdem jetzt das neue Jahr angefangen hat und dann so mit den Weihnachtstagen und so, wo ich dann halt so außer Routine war und ich bin auch umgezogen zwischen den Jahren, bin ich einfach wieder so krass aus meiner Routine raus und jetzt fällt es mir gerade richtig schwer wieder reinzukommen. Obwohl ich eigentlich motiviert bin, es ist ganz normal, dass man mal produktiver mit seinen Routinen ist und dann mal wieder unproduktiver, das gehört dazu, aber man muss sich halt nur selbst daran erinnern, dass man eigentlich sehr gerne seine Routinen im Alltag auch erfüllt. Ich bin ganz kurzfristig und ganz spontan wieder in ein Zuhause eingezogen. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Ich habe mir ja einen Van letztes Jahr gekauft, der noch ausgebaut werden muss und das sollte eigentlich so mein Projekt werden dieses Jahr und dann habe ich aber gemeinsam mit meinem Freund über die Weihnachtstage einfach mal so rumgesponnen und dann haben wir einfach mal so gesagt, hey, vielleicht wäre es ja doch cool, irgendwo wieder ein Haus zu haben, irgendwo in Spanien vielleicht oder Frankreich und dann habe ich dieses Haus hier gefunden in Spanien und dann war ich so, oh mein Gott, das ist einfach mein Zuhause, ich weiß, dass ich da leben muss. Das ist mein Zuhause. So, das hat alles, was ich möchte und das ist einfach ich als Haus. Und dann habe ich mich einfach beworben und jetzt bin ich hier. Also es war wirklich gar nicht geplant. Ich hatte da wirklich gar keine große Planung für, dass ich jetzt unbedingt wieder in ein Haus ziehen möchte oder irgendwo sesshaft sein möchte. Aber ich bin echt froh über die Entscheidung. Also ich bin so froh, dass es eigentlich einfach so passiert ist und ich nicht wirklich aktiv drüber nachdenken musste, weil hätte ich wirklich drüber nachgedacht, dann hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, ja, vielleicht doch nicht so. Aber ich habe es einfach als Zeichen genommen, dass es so sein soll, weil alles so einfach und problemlos geklappt hat. Und jetzt bin ich auch wirklich richtig happy mit der Entscheidung, wieder ein Zuhause zu haben und einfach all meine Sachen auch wieder an einem Ort zu haben. Also das ist der Stand. Ich wohne jetzt wieder fest auf Mallorca und in einem kleinen Haus und ich bin super, super happy und ich werde trotzdem noch rumreisen und auch das Wohnmobil, das wird dieses Jahr hoffentlich auch fertig und dann wollen wir auch mit dem Wohnmobil nach Marokko und sowas. Also das alles passiert auch noch. Ich werde auch weiterhin reisen, aber ich habe halt jetzt einfach wieder eine Base und bin nicht ganz so der Freigeist, der ich davor war. Auch wenn mir das wirklich gut getan hat. Also ich will das gar nicht schlecht reden oder so oder sagen, dass das nichts für mich war. Ich vermisse es tatsächlich manchmal noch ein bisschen, so dieses Gefühl zu haben, dass ich einfach meine Sachen packen kann und gehe. Aber gleichzeitig lerne ich das auch voll zu schätzen, dass ich halt immer wieder nach Hause kommen kann, egal wo ich bin. Oh, es ist 15.15 Uhr. Muss ich jetzt ein bisschen Uni machen? Ich studiere noch immer, für alle, die sich wundern. Ich habe meinen Studiengang zwar nochmal gewechselt, aber genau, ich studiere. Und da werde ich jetzt ein bisschen reinhören und mich dann in den Garten setzen, glaube ich. Und ja, nehme ich euch heute einfach mit. Viel Spaß! Ich mache dieses Jahr eine No-Buy-Low-Buy-Challenge. Das heißt, ich will keine neuen Klamotten kaufen. Da hätte ich auch gerne mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn euch das interessieren sollte. Aber deshalb bin ich so dabei, aus meinem eigenen Kleiderschrank Inspiration zu ziehen und habe mir dafür auch bei Pinterest so ein Moodboard gemacht, damit ich einfach von meinen eigenen Teilen, die ich schon habe, inspiriert bin. Dieser graue Pulli, der ist von Zara gewesen. Dann diese Tasche hier, die war mal von Esprit, die habe ich gethriftet. Boah, fragt mich nicht, ihr seht, die löst sich schon komplett auf hier. Die Hose ist so eine Anzugshose, die war aus meiner Kollektion mit About You. Super bequem, super lässig und dazu habe ich meine uralten Uggs an, die ich schon seit Jahren habe. Würde ich sie nochmal nachkaufen? Nein, aber ich trage sie jetzt, bis sie auseinanderfallen. Und dazu trage ich momentan sehr gerne diese
Ray-Ban-Sonnenbrille, die ich meinem Typen auf dem ersten Date geklaut habe. Shoutout an the guy. Ich bin eingeschlafen. Ich habe, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde gelernt und dann habe ich einfach eine halbe Stunde genappt. Also, that's that. Ich weiß, dass Routinen mir am besten tun und ich weiß, ich funktioniere am besten, wenn ich Routinen habe. Aber manchmal fällt es mir dann erst richtig, richtig schwer, wieder in die Routine reinzukommen, weil ich es auch gleichzeitig liebe, zu prokrastinieren. Wenn ich einmal aus meinem Rhythmus raus bin, dann finde ich manchmal es nicht so den richtigen Moment wieder anzufangen und dann zieht sich das halt voll lange und das regt mich dann noch mehr auf und dann werde ich nur noch frustrierter und dann ist das so ein Teufelskreis. Weil oft sage ich, okay, morgen stehe ich einfach wieder um 7 Uhr auf und dann bin ich in meiner Routine und dann stehe ich zum Beispiel nicht um 7 Uhr auf und dann denke ich mir so, okay, jetzt ist der ganze Tag hinüber, jetzt kann ich nicht meine Routine wieder anfangen, was Schwachsinn ist, aber irgendwie brauche ich in meinem Kopf so ein perfekten Morgen, um wieder in meine Routine reinzukommen. Und manchmal dauert das 3-4 Anläufe. Manchmal kann ich wirklich einfach sagen, okay, morgen stehe ich um 7 auf und bin dann wieder in meiner Routine drin. Andere Male klappt es halt weniger gut. Flexibel mit mir selbst zu sein, weil ich merke halt oft, dass ich dann doch meine Routinen auf die Stunde genau plane. Und wenn ich in meiner Routine bin, dann klappt das richtig, richtig gut. Aber wenn ich dann einmal raus bin oder vielleicht auch mal unter der Woche einen Tag habe, wo meine Morgenroutine halt nicht so funktioniert, weil ich vielleicht morgens einen Termin habe oder irgendwo hin muss, dass ich dann schnell unsicher werde und nicht so gefestigt in meiner Routine bin. Deshalb versuche ich so neben meiner idealen Routine so einen Abweichplan zu haben und der mir es auch ermöglicht, trotzdem noch meine ganze Struktur da zu behalten, aber trotzdem auch ein bisschen Flexibilität. Da versuche ich mir dann einfach im Voraus schon klar zu machen, okay, an dem Tag wird deine Routine anders aussehen und das ist okay. Das heißt aber nicht, dass du am nächsten Tag nicht einfach wieder deine Routine aufnehmen kannst. Ich werde jetzt nochmal versuchen, so eine Viertelstunde zu lernen und dann fange ich langsam an, schon Abendessen zu machen. Es ist zwar erst 17 Uhr, aber ich will heute früh ins Bett gehen und ich mag es, einen frohen frühen Abend zu haben und früh ins Bett zu gehen. Ich habe nochmal versucht, meine Lernzettel durchzugehen, aber selbst das irgendwie, ich habe es gelesen und ich war so, kennt ihr das, wenn ihr was am Lesen seid, aber euer Kopf wo ganz woanders ist und ich war einfach so, okay, ich habe es heute versucht und that's all I can do, ich werde es mir vorm Schlafengehen nochmal anschauen, aber dann ist es heute halt so. Und ich mag es so, um 8 schon im Bett zu liegen. That's just the life I'm living now. Früher habe ich immer so gegen 10 oder so Abend gegessen und jetzt kann ich das gar nicht mehr. Ja, ich habe übrigens... Fun Fact, fungale Akne, das ist, warum ich immer wieder so Pickel vor allem, also ich krieg Pickel nur hier und hier und was da hilft ist Anti-Schuppen-Shampoo und zum Glück hat mein Freund sehr starke Schuppen und deshalb benutze ich immer sein Schuppen-Shampoo. Ich benutze das nicht immer, ich benutze das so 2 bis 3 Mal die Woche, aber das hilft echt gut dabei, meine Akne im Griff zu halten. Ansonsten versuche ich einfach bei meinen Make-up und Pflegeprodukte zu benutzen, die non-pore-clogging sind. Also ich habe noch immer Pickel und ich werde wahrscheinlich immer der Mensch sein, der irgendwie als erwachsene Person noch Pickel hat, aber das ist okay. Ich habe sie aber so in den Griff bekommen, dass sie nicht wehtun und dass sie nicht so aufquaddeln, weil ich hatte das oft, dass sie dann so richtig anschwellen und dick werden und das sieht halt dann einfach kacke aus und so habe ich so immer so kleine Bumper im Gesicht, aber so ist es halt. Mein Gott, also es gibt auch Schlimmeres. Als ich in Japan war, bin ich auch absolut verrückt nach J-Beauty gewesen. Also ich habe so viel Japanese Skincare gekauft. Japan ist definitiv mein neues Lieblingsland zum Bereisen. Ich habe das Shampoo mal bekommen. Es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht denke, ich würde jetzt am liebsten wieder sofort nach Japan fliegen. Da habe ich mir das Milano CC Deep Clear Face Wash, das ist richtig gut. Und das benutze ich, wenn ich nicht das Nidoral benutze. Allgemein muss ich sagen, mit meiner Skincare habe ich gemerkt, weniger ist mehr und meine Haut braucht sehr viel Feuchtigkeit. Ich habe nämlich eine Mischhaut, aber ich neige auch dazu, sehr sensible Haut zu haben. Und ich bin nur davon ausgegangen, dass ich keine sensible Haut habe, weshalb meine Hautbarriere gefühlt so für 2 Jahre komplett im Arsch war. Weil ich halt jetzt gerade erst vor knapp
einem Jahr, anderthalb Jahre 90% meiner Möbel verkauft habe, wollte ich halt jetzt nicht wieder den Fehler machen und wieder ein ganzes Haus einrichten und dann vielleicht in einem Jahr wieder umziehen. Ich meine, es ist nicht mein Ziel, wieder so schnell umzuziehen, weil ich habe ehrlich keinen Bock mehr umzuziehen. Aber trotzdem wollte ich halt nicht wieder so viel Geld ausgeben und dann alles wieder verkaufen müssen oder halt einen Stauraum tun müssen. Und deshalb habe ich auch die Regel, dass alles, was ich für das Haus neu kaufe, was nicht viel ist, weil zum Glück war schon im Bett und alles hier drin, wenn ich Sachen neu kaufen möchte für das Haus hier, dann muss es Secondhand sein. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr überfordert bin, weil ich hatte voll lange dieses Gefühl, dass ich einfach maßlos überfordert bin mit der Anzahl an Dingen, die ich besitze. Ich hatte so viel Zeug, dass ich einfach damit einfach überfordert war. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich inspiriert von meinem Kleiderschrank bin und von den Dingen, die ich besitze. Und ich will die benutzen und ich will die tragen. Aber deshalb will ich, dass das so bleibt und dass ich nicht wieder in diese Überforderung rutsche. Und deshalb mache ich halt eine No-Buy-Year. Und bisher läuft das ehrlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich hätte es mir deutlich schwieriger vorgestellt, aber ich bin irgendwie auch voll motiviert, halt einfach mal jetzt nichts zu kaufen. Aber ich habe eine Liste mit Dingen, die okay sind zu kaufen und Dinge, die ich nicht kaufen darf und Dinge, die okay zu kaufen sind, wenn. Ich hebe einfach meine Zitronenscheiben auf und packe die in ein Glas. Und dann gebe ich ein bisschen Essig der Essenz, was auch immer ihr habt. Ich habe jetzt nur Essigessenz hier, in das Glas zu den Zitronen. Idealerweise würdet ihr ein bisschen mehr dazu geben, aber ich habe jetzt nicht mehr hier. Und dann schüttet ihr das Detergent, um Oberflächen sauber zu machen und zu desinfizieren. Und ja, das ist ein Tipp meiner Seite. Okay, ich habe mir ein Glas Kombucha eingeschenkt. Cheers! Ich glaube, ich habe letztes Jahr auch über das Jahr gemerkt, wie wichtig meine Zeit weg von Social Media war. Ich habe auch erstmal gemerkt, dass wenn man nicht ständig auf Social Media ist, ist man auch viel weniger verleitet zu konsumieren und zu viel weniger dazu verleitet zu denken, ich brauche das oder muss so und so aussehen und so und so. Und auf YouTube habe ich das, wenn ich nicht YouTube ist, so die Ausnahme. Ich finde bei YouTube, weil es halt Langzeitformat ist, muss man jemanden wirklich mögen, um ein 10-Minuten-Video zu gucken von der Person oder wie auch immer lange. Jetzt habe ich das Gefühl, bin ich so gefestigt in meiner Person und deshalb hat es mich dann auch einen Moment gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, mich auf YouTube zu zeigen, so ohne, wie ich wirklich bin, weil ich dachte, okay, hä, ich bin jetzt so weit davon weggegangen, dass ich irgendwie die Schwierigkeit habe, jetzt wieder mich da drauf einzulassen. Und ich hatte dann auch irgendwie Angst, dass ich wieder so rückfällig werde und mich wieder davon so beeinflussen lasse. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt my own business meinen kann, aber trotzdem die Vorzüge von Social Media genießen kann. Ich glaube, ich habe auch einfach gemerkt, jeder lebt sein Leben, wie er leben sollte. Und auf Instagram ist man so schnell dazu, oder in Social Media sind Leute so schnell darauf gepolt, jemanden zu überkrass romantisieren und zu sagen, oh mein Gott, this is the life. Und sagen, so will ich auch leben, aber dabei ist euer Leben, so wie es ist, eigentlich auch schon wundervoll, aber man sieht es halt natürlich selbst immer nicht. Das ist mir dann auch unter meinem letzten Video aufgefallen, weil ich habe mich einfach zurecht gemacht und ich hatte voll Lust, das Video zu drehen, und dann haben mir so viele Leute geschrieben, oh mein Gott, hast du Filler da und da, hast du Filler da und da, und immer dieses Oberfläche, dass man sofort sagt, wenn jemand gut aussieht, dann muss er was gemacht haben oder dann muss das und das. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man solche Accusations macht, dass das allererste ist, nachdem ich seit über anderthalb Jahren kein Video mehr gemacht habe, wo ich so sitze und die Leute das als erstes kommentieren. So, ich verstehe natürlich, dass die Leute neugierig sind und sich denken, okay. Aber gleichzeitig zeigt es auch so, wie oberflächlich wir halt wirklich teils denken. Aber so bei Instagram und so, da ist man so schnell verleitet, einfach schnell mal bei einer Person nachzugucken und dann sich zu denken, and let's not do that, let's just not. Simple as dinner, glutenfreie Nudeln. Dann habe ich einfach so Tomatensauce mit Kichererbsen und Zwiebeln. Und da haue ich einfach ein bisschen Thunfisch drauf. Das ist meine guilty pleasure. Ich weiß auch, das ist nicht gut für unseren Planeten, aber ich liebe Dosenfisch. I don't know. Ich habe das als Kind so gerne gegessen und das erinnert mich einfach an meine Kindheit. Ich liebe
jeglichen Dosenfisch. I love it. Und dann mache ich noch ein bisschen Nutritional Yeast drauf. Man hat Proteine, man wird satt. Healthy Fats. Manchmal mache ich noch ein bisschen Avocado ran, wenn es ein guter Tag ist. Und ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier noch ein bisschen Rotwein. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Der ist schon seit ein paar Tagen offen. Aber vielleicht nehme ich einen Schluck. Ich fand die Flasche voll schön. Da war gerade Kombucha drin, aber naja. Cheers to 2024 und zu einem gesunden neuen Jahr. Ching ching. Nicht jeder Tag muss produktiv aussehen im Sinne von zu eurer Routine passend. Auch wenn ihr manchmal euch an Tagen nicht an eure Routine haltet, kann es trotzdem ein guter und erfolgreicher Tag sein. Und ich glaube, das muss man sich manchmal auch im Kopf holen, dass manche Tage, da kann man einfach nicht seine Routine komplett einhalten. Und das heißt nicht, dass der Tag weniger produktiv ist, sondern man braucht auch manchmal Tage, vielleicht manchmal sogar Wochen, wo man einfach nichts macht oder wo man einfach weniger produktiv ist, als man vielleicht davor war. Oh, das schmeckt doch. Das ist doch was Feines.